Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute wird es mal ein bisschen anders als sonst. Hier steht der NIO ET5 Touring. NIO, eine junge chinesische Marke, die ich hier schon diverse Male vorgestellt habe, von der ich auch sehr überzeugt bin. Letztes Modell war hier der NIO EL6. Das ist das jüngste Fahrzeug, das jetzt erst auf den Markt kommt. Davor der NIO ET5 Touring, auch sehr neu. Endlich eine Kombi-Variante, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, stilistisch stark an einen BMW erinnert. Etwas enger, nicht so praktisch, wie man es von einem Kombi erwartet. Mehr stylisch, aber auch praktikabel. Und natürlich schaut er auch rattenscharf immer noch aus. Er hat auch jede Menge Power, zwei Elektromaschinen, also Allradantrieb, 360 kW Spitzenleistung, 700 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der Wagen ist knapp 5 Meter lang, 2 Meter ohne die Außenspiegel breit. Also es ist ein richtiges Brett auf der Straße. Und der Einstiegspreis übrigens des NIO ET5 Touring liegt bei 47.500 Euro ohne Batterie. Und unser Testwagen hat auch tatsächlich nur diese Basisausstattung. Einzige optional erhältliche oder optional gewählte Ausstattung ist hier die Arctic Green Metallic. Die kostet 1.680 Euro Aufpreis, treibt also den Preis auf knapp 50.000 Euro in die Höhe. Die Batterie, die wir hier haben, es gibt zwei Varianten. Wir haben die kleine 75 Kilowattstunden, die nicht so gut laden kann, maximal 130 kW. Es gibt dann noch eine 100 Kilowattstunden Batterie, eine neue Batterie, die über 180 kW Ladeleistung abrufen kann. Wir testen heute 1000 Kilometer an einem Tag inklusive Battery Swap Station, was ja NIO als Prämisse für sich hat, und wir werden den Wagen auch ganz normal schnell laden. Wir werden also sehen, wie fährt sich der Wagen, wie sind die Assistenzsysteme, wie ist das Langstreckenverhalten. Wir fahren nicht nur 120 oder 130, wir werden auch mal die 200 km/h ausnutzen und eine schöne, schnelle Reisegeschwindigkeit einstellen, denn wir wollen heute natürlich die 1000 Kilometer schnell absolvieren. Ich muss meinen Termin einhalten und von dem her muss der NIO ET5 heute einfach mal performen. Und das hoffe ich, werde ich auch gut tun, und der NIO ET5 für euch da draußen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir ein Like da, lasst ein Kanalabo da, falls nicht schon geschehen, und schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentarbox. Und dann würde ich sagen, ich packe schnell mein Zeug zusammen und dann starten wir mit dem NIO ET5 Touring auf einen Tag 1000 Kilometer mit mir, dem Ubi. So, bevor es losgeht, sehen wir erst einmal, dass wir mit 63% Akku losfahren werden. Also auch das machen wir anders als viele andere. Wir werden eben nicht mit einem vollen Akku losfahren, und als erstes Ziel werden wir jetzt hier eine Power Swap Station anfahren. Das machen wir jetzt bewusst so, damit wir eben diese Power Swap Station hier mit nutzen können. Und das ist hier eben die NIO Pop Power Swap Station in Zusmarshausen. Damit wird das Ganze jetzt navigiert, und hier steht auch schon, dass wir eben auswählen können, die Batterie zu nutzen. Die Routenführung beginnt jetzt. So, und jetzt wird die automatisch wird die Bestellung der Batterie aufgenommen, und dann sollten wir auch rechtzeitig, wenn wir dort ankommen, eine Batterie bekommen. Also los geht die Reise. Wir sind kurz vor der Battery Swap Station in Zusmarshausen. Wir haben jetzt noch 19 Kilometer vor uns. Die Bestellung ist weiterhin in Vorbereitung. Kurz bevor wir dann eintreffen, wird uns dann der Akku zugewiesen. Das Fahrzeug wird dann auch automatisch einparken in die Swap Station, und der Tausch der Batterie wird vollautomatisch vonstatten gehen. Mal ein kurzer Eindruck jetzt zum Fahren des NIO ET5 hier auf der Autobahn. Immer wieder starke Regenpassagen. Jetzt ist es gerade wieder etwas heller da draußen. Wir fahren auch immer wieder mit Nomi Pilot, also soweit es geht auch teilautonom mit dem assistierten Spurwechsel unter anderem. Die Systeme funktionieren wirklich sehr gut aktuell, meiner Meinung nach auch durchaus auf Niveau der Mitbewerber, die wir hier haben. Zum Beispiel eben ein kommender BMW i5 Touring ist hier zu nennen. Ansonsten gibt es ja aktuell keine Kombis in dieser Fahrzeuggröße.
Was mir auffällt, das Fahrwerk ist unheimlich gut. Man hat eine sehr, sehr schöne Balance zwischen der notwendigen Straffheit aufgrund des erhöhten Gewichts von über 2,1 Tonnen. Zudem bietet das Fahrzeug eine echt gute Bremsanlage. Selbst der Übergang zwischen Rekuperationsleistung und dann dem Anlegen der Bremsbeläge an die Scheibe ist sehr, sehr harmonisch. Man merkt zwar den Unterschied, allerdings hat man aber auch schnell eben ein sehr gutes Bremsgefühl und auch einen echt ordentlichen Bremsdruck auf der Anzeige. Das Einzige, was echt nicht stimmt, ist die Geschwindigkeitsanzeige, also die Speed Limit Anzeige. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder Tempolimit aufgehoben. Er zeigt weiterhin 80 km/h im Display. Das ist unheimlich schade, dass hier immer noch die Speed Limit Anzeige nicht so schön funktioniert. Es gibt die Möglichkeit, auch diese Speed Limits im Tempomaten zu übernehmen. Mit einem Tastendruck kann man das Limit aktivieren. Also es benötigt hier natürlich auch weiterhin ein sehr aufmerksames Auge, um die Verkehrsgeschwindigkeitsanzeigen hier wahrzunehmen. Also abgelenkt sollte man eben grundsätzlich ja nicht sein, wenn man schon unterwegs ist mit dem Auto. Aber es verleitet ja das teilautonome Fahren durchaus dazu, mal ein wenig die Aufmerksamkeit ans Fahrzeug zu richten, was aber definitiv nicht der Fall sein darf und soll. Dennoch gefällt der NIO mit einem wirklich guten Reisekomfort, angenehm gedämmt hier im Innenraum, was die Windgeräusche und auch die Abrollgeräusche angeht. Auch natürlich, dass der Druck des Antriebes hier von unten raus, auch im Komfortmodus, in dem wir uns bewegen, ist deutlich spürbar. Er schiebt schön nach vorne, wie es sich für ein Elektroauto gehört, schön linear. Das macht schon wirklich Laune und der Wagen liegt selbst bei über 150, 160 einwandfrei auf der Straße wie ein Brett. Also das fühlt sich unheimlich sicher, unheimlich toll an und hier gibt es nichts zu bemängeln. Also geht's weiter zur Battery Swap Station. Es sind 0 Personen vor uns in der Warteschlange. Um den Termin wahrzunehmen, so weit wie möglich zur Batteriewechselstation fahren. Wir sind angekommen an der Battery Swap Station und jetzt geht es los. Wir sollen hier in die Parkbucht hineinfahren. Das machen wir jetzt einfach mal in Echtzeit mit euch. Er zeigt mir jetzt hier im Display auch schon an, wo ich hinfahren soll. Und trete auf die Bremse. Gut gemacht. Jetzt kannst du tippen, um in der Batteriewechselstation zu parken. Wir parken jetzt ein. Achte auf deine Umgebung. Du darfst keine Tür öffnen und nicht das Lenkrad übernehmen. Du kannst auf die Bremse treten, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Also der Einparkvorgang funktioniert komplett automatisch. Ist klar, das muss er auch machen, damit er auch das Fahrzeug optimal eben über der Swap Station positioniert. Er fährt jetzt hier ganz normal rein, was ich auch weiß. Ich habe das Ganze bereits schon einmal mit einem ET5 gemacht. Das Ganze ist natürlich etwas rumpeliger, das muss man klar sagen, aber nichtsdestotrotz funktioniert das eben recht schnell. Das schauen wir jetzt nochmal an. Wir haben hier jetzt sogar noch eine Person, die diesen Swap überwacht. Also wir haben hier permanent eine Person an der Swap Station, die eben hier bei Fehlern oder Ähnlichem, weil das ja noch ein sehr frühes Stadium dieser Swap Station hier ist, war die erste, die in Deutschland dann aufgemacht hat, dann entsprechend überwacht wird und hier werden dann durchaus auch noch Fehler, zum Beispiel jetzt hier gerade von dem Kollegen einfach bestätigt. Und jetzt sehen wir auch schon, jetzt geht es gleich ganz los hier. Er schreibt uns, der Batteriewechsel dauert 3 bis 5 Minuten, Klimaanlage wird ausgeschaltet. Ist ja klar, es werden jetzt natürlich Steckverbindungen hier von der Fahrzeugelektronik entsprechend gekappt. Das bedeutet natürlich auch, wenn wir jetzt hier gekappt werden, dass uns natürlich das System auch erst einmal komplett ausgeht. Aber lassen wir uns jetzt mal so ein bisschen eben hier drauf ein. Wie gesagt, wir sind mit 65% Akku losgefahren, sind jetzt angekommen mit 19% Akkustand und jetzt schon gucken wir auch mal, wie voll unser Akku ist, den wir jetzt bekommen werden. Also im Moment hört man noch nicht viel. Es tut sich auch noch nicht wirklich viel.
Achso, wir müssen den Batteriewechsel starten. Das war jetzt mein Fehler. Entschuldigung. Sehen wir, hat man das mal früher gemacht. Das ist das, wenn man quatscht. Also jetzt sehen wir das. Genau. Und jetzt geht's eigentlich los. Der Batteriewechsel wird in Kürze beginnen. Während dieser Zeit kann das Fahrzeug rütteln und Geräusche machen. Das ist normal. Öffnen Sie keine Tür, schalten Sie keinen Gang ein und treten Sie nicht auf das Bremspedal. Das werden wir natürlich jetzt auch alles so beachten. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Also, wie wir sehen, jetzt ist auch das System stromlos gemacht worden. Natürlich, damit eben jetzt hier die Batterie gekappt werden kann. So, jetzt ist das Fahrzeug hochgehoben. Jetzt wird die Schraubverbindung gelöst hier. Der Vorteil übrigens einer solchen Swap Station, das können wir natürlich jetzt auch mal ganz kurz klären, ist natürlich, dass man hier stets einen neuen Akku bekommen kann und die Akkus hier in dieser Swap Station entsprechend vorgehalten werden, korrekt temperiert werden und natürlich auch schonend geladen werden. Also hat man hier eigentlich immer stets einen frischen Akku, einen überprüften Akku. Und das ist natürlich auch ein echtes Fortschritt, natürlich auch für den Thema Nachhaltigkeit, denn man hat natürlich dann eben hier die großen Vorteile, dass eben die Batterie länger hält, als wenn man sie eben einer höheren Stressbelastung die ganze Zeit durch eventuell falsches Laden, falsches Entladen oder aber zu oftes, häufiges Schnellladen eben etwas schneller degradiert und damit auch den erhöhten Verschleiß aussetzt. Da ist hier der Vorteil natürlich nicht nur der Zeitvorteil, sondern eben auch ein wenig der Nachhaltigkeitsvorteil, den man hier bei der Power Swap Station genießen kann. Ich finde das Konzept eben von NIO auch dadurch eben sehr, sehr gut. Aber schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung da unten in die Kommentarbox, was ihr sagt. Was haltet ihr vom Thema Power Swap? Ist das in euren Augen sinnvoll? In meinen Augen ist es sinnvoll, gerade für Langstrecken. Das heißt also an wirklichen Verkehrsknotenpunkten und Autobahnen macht es in meinen Augen wirklich Sinn. Und es sollte auch eigentlich nur für Langstrecken sein. Es soll ja kein Dauerthema sein, dass das Fahrzeug hier dauerhaft eben einem Batterieswap unterliegt, sondern lediglich für den Langstreckenfahrer dann angedacht ist. Übrigens, wer das Ganze nutzen will, der muss übrigens die Battery as a Service Miete nutzen, das heißt also die Akku mieten. Das kostet bei der kleinen Batterie hier 169 Euro monatlich, bei der 100 Kilowattstunden Batterie sind es 289 Euro monatlich. Ja, ist natürlich ein Batzen Geld, aber die Ladekosten, da sind, reden wir aktuell von einmal Battery Swap, wird ab 2024 10 Euro kosten. Es gibt aber für den Nutzer dieses Abo-Modells zwei Swaps gratis, also die Swap-Gebühr wird ersetzt. Und dann kommt eben zusätzlich hinzu. Batterie ausgetauscht. Jetzt ist die Batterie ausgetauscht. Bitte pass gut auf, wenn du rausfährst. Genau, also wir können losfahren. Ja, und das wollte ich jetzt eben noch sagen. Wenn das Ganze fertig ist, also wenn ihr das Ganze mietet, dann kostet es, wie gesagt, ansonsten kostet ja die Kaufbatterie 21.000 Euro, die große, und 12.000 Euro hier die kleine Batterie. So, das war es eigentlich auch schon und dann können wir weiter auf unsere Langstreckenreise gehen.
Weiter geht's. Der zweite Akku hat mittlerweile auch schon ordentlich an Strom verloren. Wir haben nur noch 16% Füllstand. Bedeutet, wir müssen wieder laden. Diesmal können wir leider nicht auf die Swap Station setzen, sondern da müssen wir hier an einen normalen Hypercharger fahren. 130 kW ist dann die Ladeleistung, die uns maximal erwarten soll, laut NIO. Wir haben hier auch, wie gesagt, nur den kleinen Akku. Und dann müssen wir mal schauen, was hier beim Schnelllader abgerufen werden kann. Natürlich sind wir jetzt auch sehr schnell unterwegs, deswegen haben wir jetzt in knapp 200 Kilometern den Akku auch schon wieder gut geleert. Woran liegt es? Ganz einfach, wir fahren nämlich nicht gerade nur mit 120 dahin, sondern nutzen hier die freien Geschwindigkeitszonen entsprechend aus, fahren 160, 180, auch mal 200, wenn es geht, oder pendeln halt sonst bei 140, 150, fahren also Verbrenner gleich und nicht, sage ich jetzt mal, elektroautotypisch. Und deswegen haben wir jetzt hier auch einen erhöhten Stromverbrauch, den werden wir aber am Ende erst wirklich dann komplett festsetzen, wie der war über die knapp 1000 Kilometer Strecke heute an dem Tag. Kurze Infos noch zum Fahrzeug. Zwei Dinge, zum einen Fahrassistenz. Bei 1 Kilometer nehmen Sie die zwei rechte Spuren um die Ausfahrt rechts nach A5 in Richtung Frankfurt am Main. Also zum einen kurz das Thema Fahrassistenz. Hier muss ich sagen, dass der NIO alles richtig macht. Die Fahrassistenzsysteme funktionieren sehr gut. Das Fahrzeug wird schön mittig in der Fahrzeugspur gehalten. Auch der Abstand wird sauber zum Vordermann gehalten. Selbst wenn jemand in unseren Sicherheitsabstand reinfährt, wird sachte abgebremst. Also das System arbeitet angenehm vorausschauend, dank der LiDAR-Sensoren auch. Man muss allerdings sagen, dass sobald das Wetter schlecht wird und Starkregen einsetzt und Gischt kommt, auch dann steigen diese Systeme hier aus, was ich schade finde. Ein weiterer Punkt, das dem Wetter geschuldet ist, ist das Thema Verglasung hier, in dem Fall die Seitenverglasung, die Scheiben hier an der Fahrerseite. Durch den Scheibenwischer wird immer das Wasser hier stark im Wasserfilm über die Scheibe geleitet. Dadurch wird sie zum einen dreckig, zum anderen während der Fahrt auch die Sicht eingetrübt und die Außenspiegel sind auch sehr schnell nass und trocknen auch dann nur über die Außenspiegelheizung sehr langsam ab. Das heißt also, wir haben hier zum einen starken Schmutz dann anschließend, wenn sie abgetrocknet sind, zum anderen werden sie eben auch sehr schnell nass, was ein bisschen schade ist. Die Power, die der NIO übrigens hat, die ist völlig ausreichend. Wir fahren, wie gesagt, eigentlich nur im Komfortmodus. Und da muss ich sagen, fällt auch auf, so ab 140, dann ist die Leistungsentfaltung zurückhaltend. Das wirkt dann eigentlich eher wie so ein starker Motor, aber nicht nach 500 PS knapp. Also hier muss man dann schon eher in den Sport-Plus-Modus reingehen, damit man eben wirklich auch die volle Power des NIO nutzen kann. So, jetzt fahren wir erst einmal aber an die Ladesäule. Da checken wir die Lade-Power und dann geht's weiter im Text. So, wir sind angekommen hier an der Ladesäule. Der NIO ET5 hängt am Hypercharger und zwar bei Ionity. Wir schauen gleich natürlich jetzt drauf. 9% ist der angegebene Akku. Wir sind mit 9% State of Charge hier angekommen und ja, läuft ganz ordentlich hoch, würde ich mal sagen. Schau an. Da stehen sogar schon 142 kW auf der Anzeige. Respekt. Also auch das scheint man geschafft zu haben bei NIO. Also die 130 kW, die versprochen wurden, die werden auch gehalten. Und das ist natürlich dann schon einmal sehr, 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 sehr gut. Also ich lade jetzt ein paar kWh und dann geht's weiter auf Strecke. Ja, ich habe meinen Termin hinter mich gebracht, das heißt also die Hälfte der Strecke ist absolviert und der NIO ET5 Touring, der lädt hier schon wieder beim ENBW-Lader und hat das auch schon ganz ordentlich getan. Ich gehe jetzt trotzdem noch eine Kleinigkeit essen
Und dann laden wir ihn jetzt mal etwas voller und dann schauen wir mal, dass wir mit dem recht gut gefüllten Akku ein gutes Stückchen in Richtung Heimat wiederkommen. Das Fazit wird es jetzt gleich für euch geben, für mich dann am nächsten Tag, wenn es wieder heller draußen ist. Und dann werden wir natürlich schauen, was kostet eigentlich der ET5, was hat er jetzt verbraucht auf dieser Zeit und was ist mein persönliches Fazit aus so einer Langstreckenreise mit dem Elektroauto und auch mit dem NIO ET5. Ich bin gespannt, bleibt dran, jetzt gibt es noch ein paar Impressionen aus der Nachtheimfahrt und dann sehen wir uns gleich zum Fazit. Ich bin frisch geduscht. Der NIO ET5 Touring trägt immer noch den Schmutz der 1021 Kilometer Tour von gestern auf seinem wunderschönen Blechkleid. Es war eine sehr interessante und aufschlussreiche Tour für mich. Also zum ersten Mal wirklich richtig Langstrecke mit dem Elektroauto, dann eben auch noch mit so einem angenehmen Begleiter wie dem NIO ET5 Touring. Mal kurz zusammengefasst, was sind meine Pros und meine Kontras von dem Auto. Pro: also das Design gefällt mir unheimlich gut. Pro: weiterhin der Fahrkomfort, ein sehr schön ausgewogenes Fahrkomfort. Vor allem die Fahrmodi super toll gespreizt. Also da merkt man wirklich richtig, wie diese Fahrmodi auseinandergearbeitet wurden. Der Wagen sehr komfortabel auch auf der Langstrecke. Die Assistenzsysteme sind jetzt auch up to date und sind richtig gut. Das Navigationssystem ist auch in Ordnung, hat sogar eine aktive Ladeplanung mit drinnen. Die könnte aber ein bisschen besser sein. Auch da gibt es noch ein bisschen Feinschliff in meinen Augen. Kontras: weiterhin leider kein CarPlay und kein Android Auto an Bord. Das ist immer noch ein bisschen nachteilig. Dann, wie schon erwähnt während der Fahrt, das Thema mit den Scheiben und dem Dreck, der da lang fließt, das ist ein bisschen unschön. Beim Licht, das könnte auch ein bisschen besser sein. Matrixlicht würde ich mir hier noch wünschen. Aber dennoch bei den Platzverhältnissen auch ein kleines Kontra, denn das Auto ist schlicht und ergreifend trotz der großen Abmessungen eher ein, ja, sagen wir mal, kompaktes Fahrzeug im Innenraum. Viel Platz geht auch nicht unbedingt in den Kofferraum. Auf der Rücksitzbank ist es auch etwas enger, vor allem der Boden sehr erhöht. Und auch vorne ist der Einstieg, merkt man einfach durch den hohen Boden, etwas unangenehm. Dennoch, insgesamt, wie gesagt, gefällt mir der NIO ET5 Touring richtig gut und ich finde auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. 47.500 Euro ohne Batterie. Der Einstiegspreis: 1.680 Euro die Metallic-Lackierung, die hier drinnen ist. Und dann steht der Wagen eben hier für 49.180 Euro vor der Kamera. 12.000 Euro würde man dann noch für den Akku zahlen oder eben 169 Euro für die Batteriemiete. So. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Verbrauch und das ist ja das Essentiellere an diesem Test gewesen. 31,69 Kilowattstunden auf 100 Kilometern war der ermittelte Verbrauch über diese Strecke. Jetzt werden viele sagen, oh, das ist aber extrem viel. Ja, das ist durchaus viel. Vor allem, wir haben nur eine 75 Kilowattstunden Antriebsbatterie hier drinnen. Es gibt ja noch eine 100 Kilowattstunden Batterie, die man für Langstreckenfahrer sicherlich empfehlen würde. Das bedeutet, ich musste so ungefähr alle 200 Kilometer einen Schnelllader aufsuchen. Ja, das ist dann auch vielleicht nicht unbedingt optimal. Dennoch, das Ladenetz oder die Ladeinfrastruktur gibt das aktuell wirklich gut her. Das war auch meine Erkenntnis. Man kann entweder selbst planen, aktiv planen mit seinen Ladekarten, oder man überlässt es halt einfach dem System und gibt da eine favorisierte Lademöglichkeit ein, dass man sagt, man möchte zum Beispiel mit EWE oder ähnlichem laden, dann kann das Fahrzeug das auch übernehmen. Dennoch, wie gesagt, für die Routenplanung und für die Ladeplanung ist hier noch ein bisschen Luft nach oben. Ich sage jetzt mal, bestes Beispiel ist für mich weiterhin Polestar mit dem Android Automotive System. Kommen wir aber nochmal zurück, wie viele Ladestops hatte ich? Es waren 4 Ladestops und ein Battery Swap. Der Battery Swap hat mich unheimlich begeistert, denn das ist eine tolle Geschichte, vor allem für Langstreckenfahrer wäre es ideal. Der komplette Swap-Vorgang mit Anfahrt an, also mit Einfahrt in die Station und dem Ausfahrt aus der Station war unter 6 Minuten, das habt ihr gesehen. Das ist richtig beeindruckend und
man sieht, es macht halt auch eine Laune. Was die Kosten angeht, da sieht es so aus, die hat jetzt NIO verändert. Ab März 2024 wird das Ganze dann 10 Euro Chargegebühr kosten plus 39 Cent die Kilowattstunde Strom. Das wird dann entsprechend berechnet. Ihr seid mit 14 Kilowattstunden oder 14% State of Charge reingefahren und ihr fahrt mit 89% State of Charge raus. Also wird dann der Gap euch mit 39 Cent pro Kilowattstunde berechnet. Das ist ein fairer Tarif, wie ich finde. Die 10 Euro bekommt man als Subscription-Kunde bzw. Battery-as-a-Service-Kunde. Also wer die Batterie mietet, der kann auch swappen. Der bekommt 2 Gutscheine pro Monat, die er dann übertragen kann. Also auch das ist eine faire Lösung, wie ich finde. Was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Außer eben das Thema mit der Ineffizienz, warum die Ineffizienz so ist, liegt aus an verschiedenen Faktoren. Zum einen, wir hatten stets 6 Grad Außentemperatur. Der Akku wurde permanent geheizt und vorklimatisiert für ein optimales Laden. Und das optimale Laden hat auch richtig gut funktioniert. 146 kW im Peak bei angegebenen 130 kW vom Hersteller ist mächtig gut. Also er hat wirklich gut performt. Auch die Ladekurve war sehr schön. Also auch das richtig gut. Dann kam zum einen zum Tragen das Wetter. Es war immer wieder sehr regnerisch. Das heißt also, wir hatten eine starke Gischt, Wasser auf der Straße, was den Rollwiderstand erhöht. Wir haben Winterreifen noch hier drauf. Also alles nicht unbedingt optimal. Und mein rechter Fuß ist jetzt auch heute nicht sonderlich ökonomisch gefahren. Oder gestern, Entschuldigung. Denn er hatte öfter mal einen schweren Gasfuß. Ich bin nicht immer nur im Eco-Modus gefahren. Ich bin nicht 100, 120 auf der Autobahn gefahren, sondern nein, ich habe es doch durchaus gerne fliegen lassen. 140, 160, 180, mal kurz 200, wenn es ging. Ansonsten habe ich mich natürlich auch immer an die Tempolimits gehalten. Also auch das zeigt sich aber, dass man gerade auf solchen Langstrecken gar nicht mal so viel Zeit verliert durch das Laden. Ja, es hat jetzt eine Stunde länger gedauert bis zu meinem Termin, aber dennoch muss ich sagen, es hat mich eher entschleunigt. Also ich fahre sehr entspannt mit dem Elektroauto und bin auch irgendwie gefühlt deutlich entspannter angekommen, als wenn ich jetzt mit einem Verbrenner die Strecke konstant durchgefahren wäre. Ich bin mal gespannt. Schreibt mir mal eure Langstreckenerfahrung mit dem Elektroauto unten in die Kommentarbox. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir schreibt. Schreibt mir auch gerne eure Meinung zum NIO ET5. Ich habe mich also schon in diese NIO-Fahrzeuge mittlerweile verliebt. Ich mag sie optisch und mittlerweile finde ich auch richtig toll, wie sich die Marke entwickelt. Vor allem, sie versteht es einfach, Probleme schnell und effizient zu lösen. Wenn ich da an den ET7 denke, den wir vor nicht allzu langer Zeit gefahren sind und was da noch für Baustellen waren und was jetzt der ET5 Touring alles niedergemäht hat oder aber der NIO EL6, der wäre auch mein Favorit. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich bedanke mich fürs Reinklicken. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und mir eure Meinung jetzt zu hinterlassen. Und dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier bei Ubi Tested. Und ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.